Es ist wieder abgestürzt. Okay, das Spiel stürzt immer ab, wenn ich die Szene wechsle. Deswegen werde ich erstmal kein Outro machen. Das heißt, das Spiel ist einfach aus dann. Hardcut. Okay. Ich bin mal gespannt, wo ich jetzt lande. Ich bin gespannt, wo ich lande. Bestimmt ist wieder alles nicht gespeichert. So, und ich versuche jetzt mit Maus und Tastatur. Okay, das ist gespeichert. Stufe 1. Okay. So. Unser Inventar. Wie komme ich denn ins Inventar überhaupt? Mit I? Mit I. Warum nicht mit Tab? Ich möchte mit Tab aber. Aber der Bogen ist zum Beispiel gar nicht ausgerüstet und das Schild auch nicht. Also er hat nicht viel gespeichert. C ist Crouchen. Warte mal, ich guck mal eben Controllerbelegung. Einstellung. Steuerung. Tastatur. So, umschalten. Ist Tab belegt? Ah, Zählanvisieren. Okay, gut. Ja, dann muss ich das mit ihm machen. Ich bin es halt gewohnt, dass mit Dingsen das ist. Hier, guck mal. Nein, zerlegen wollen wir nicht. Das darüber, der Hammer nach unten. Oh, das ist ja hier nix. Ausrüsten. Ausrüsten. Ist das jetzt ausgerüstet? Aber dann hat man den trotzdem an. Mit Q? Okay. Mit rechter Maustaste das. Okay, wie gesagt, vielleicht bleibe ich auch beim Controller. Ich werde das jetzt einfach mal eine Folge lang testen. So, die Triche, die muss man nicht. Ah ne, das ist unser Zauberstab. Den wollen wir auf jeden Fall auch mit dabei haben. So, und unser Heilen auch. Das weg, das weg. Unsere. Ne, du weißt schon. So. Und dann räumen wir mal eben alles in die Kiste. So. Bumm. Wie kann ich schnell machen? Schnelle Bewegung. Mit Schild. Shift. So, dann kommt das, 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 das. Kommt rein. Ich denke mal auch nicht, dass ich jetzt erstmal so viel Fleisch und alles. Okay, gut. Dann kommt das erstmal wieder raus. Das kommt dafür rein. Das kommt raus. Das rein. Ja, dann nehmen wir das ganze Essen mit, ganz ehrlich. So, den Hammer brauchen wir jetzt auch erstmal nicht. Das hätte ich gedacht, das ist hier, aber das ist hier, okay. Wo ist mein Lumpen? Hä, wo ist mein Lumpen? Habe ich meinen Lumpen nicht? Mein Zauberstab hat er gemacht. Ja, dann brauche ich ja jetzt wieder Garn. Und dafür brauche ich ja... Oh, warte mal. So. Lumpen geht nicht, weil. Ah, die Stofffetzen fehlen ja auch noch. Kindert. Jetzt machen wir nicht fertig. So. Garn. Bam, 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 bam. Mit Leertasse, das ist. Okay, das geht. Das klappt gut. I, zack, zack. So. Also, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Mehr hatten wir ja eh nicht. Gut. Dann kommt der Rest jetzt, bam, 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 hier wieder rein. So. Und jetzt mal eben sortieren. Ach, der Knochen muss dann noch mit rein. So, der Hammer pack ich mal oben rechts. So, das sind unsere Bogensachen. Das ist das. Das lasse ich hier mal mit dabei. So, das versuche ich noch mit reinzukriegen. Passt sogar. Okay. Hiervon brauchen wir gar nichts. Da unten haben wir unser Fressen und so. Ja, und den werde ich hier noch... Oh. Mit den oben drauflegen oder so? Ja, ich pack den erstmal hier jetzt hin, ne? So. Gut. Rennen können wir auch. Zack. Mit Steuerung können wir umdutschen. Gut. Also. M. Hier sind natürlich jetzt wieder überall die Markierungen. Also, wir haben ja jetzt einen Dietrich. Deswegen würde ich sagen... Mit dem Dietrich in der Hand gehen wir zu der Kiste, die wir letzte Folge hier hinten irgendwo hatten. Dass ich da auch nicht rüberklettern kann, ne?
Dann muss ich jetzt mal hingucken. Kann ich das Ding als Wegpunkt setzen? So, das war aber irgendwie noch unten hin rein, ne? So. Zack, 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 zack. F, um alles zu nehmen, gut. Fähigkeit, Dingsen, warte mal. Wie ist das mit der Fähigkeit? Welche Taste? E dann, okay. Mit E. Oh ja, ich habe ihn pariert. Und jetzt? Bam! Haben wir. So, hier rein müssen wir. Hier können wir wieder durchsuchen. Wo war die Kiste gewesen? Wo war denn die Kiste? War die nicht hier? Nicht doof? Ah, die war dahinter. Alles klar. Dietrich benutzt. Super. Das kriegen wir Heiltrank und... Naja, egal. Dann haben wir das jetzt wenigstens. Hui-ja! Hui-ja! Hui, ja. Dann können wir ja jetzt die Markierung hier entfernen. So, und jetzt gehen wir erstmal hier hin. Und ich sag dir jetzt schon, es scheint so nah zu sein. Einfach nur geradeaus. 3 Folgen wird es dauern. Oh, hier haben wir noch Max. Nehmen wir alles mit. So, warte mal, hier mit der Holzfäller-Axt. Okay, Gott. Hui-ja. Jetzt nehmen wir alles mit. Das auch. Großer Baum. Großer Baum. Viel Holz. Schnauze da hin. Was willst du, hä? Was willst du? Was willst du? Was willst du? Was willst du? Weiter mit dem Baum. Oh, da fällt er. Aber viel ist das auch nicht, ne? 6, 12, 18. 18 ist jetzt nicht viel. So. Ach ja, der Zauberstab noch ausprobieren. Tschung. Okay. Lass mal gucken. Bam. 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 Ich kann mir aber auch einen Jäger vorstellen. Vor allem mit Beast. Dann habe ich meinen eigenen Wolf. Mein eigenes Schwein wirst du. Oh, ich muss Beast machen. Gibt es, wenn ich Beastmaster mache, kann ich ein Schwein kontrollieren? Wilde Tiere. Tiere werden befriedigt. Das wäre natürlich Ultimo. Will ich da unten hin? Da ist so ein Tor. Guck mal da. Warte mal hier so. Damit ich hier zeigen kann. Können wir auch mal ausprobieren. Pfeil und Bogen. Haben wir hier irgendwo ein Schwein? Ist das ein Huhn? Ne, ist ein Pilz. Ein Dreierpilz. Ich dachte, ein Huhn. Ein paar Steine. Steine haben wir ja fast gar nichts, ne? Steine haben wir wirklich sehr wenig. Deswegen Stein, Stein, Stein. Aber hier lass mal gucken, wenn ich jetzt hier diesen Felsen hier baue zum ersten Mal Terrain ab. Ach, das ist nur für Terrain. Terrain. Okay. Weil damit mache ich tatsächlich einfach nur ein Loch. Da kriege ich zwar Steine und Erde für. Aber wenn da jetzt hier so ein Stein ist. Nee, da ist jetzt gerade so ein
Nee, da kriege ich nur Erde. Jetzt. Aber der bewegt sich so nach vorne. Blum. Jetzt haben wir. Aber was für ein Riesenloch ich da reingemacht habe. Tschüss, ey. Yo, mein Rucksack ist voll. Das ist gar nicht so doll. Weiter weiß ich nicht. Gequittet. Es tut mir leid. So, das waren auch die letzten Häschen, die wir getötet haben. Mehr Häschen töten wir nicht. Da hinten müssen wir ja mal. Guck mal, da ist so ein Turm oder so. Ich weiß nicht. Dungeon, whatever. Guck mal, hier ist auch noch ein Turm. Da könnten aber auch die Überlebenden sein, ne? Obwohl, der zeigt ja eher 540 Meter in die Richtung so an. Könnte aber auch das hier sein. Nee, ich glaube, das ist doch der Turm. Könnte der Turm sein. Da unten ist eine Burg oder so. Kann ich auch einfach... Oh, man kann auch... Autoshoot. Also nicht Autoshoot, sondern... ihn zielen lassen. Anmarkieren und... Pum. Und er trifft wenigstens. Guck. Er hat getroffen. Tschüss. Wir brauchen einen Rucksack. Ich sag... Schieße Bienenstöcke von Bäumen herab, um Honig und Wachs zu sammeln. Sei vorsichtig, die Bienenstöcke sind normalerweise durch ihren Schwarm beschützt. Okay, also. Pum. Kam da jetzt eine Biene raus? Frage ist ja auch, ne? Wie viel Stacks passen da so rein, ne? Also Holz zum Beispiel, 38 und schieß mich gedöhnt, so. Und das jetzt... Ach, Intelligenz brauchen wir nicht. Wupschi, wupschi, wapschi, wams. So. Hier geht's Stall runter. Was passiert eigentlich, wenn ich sterbe? Verliere ich dann... Erstmal was essen. Verliere ich dann all mein Hab und Gut, was ich dabei habe? Muss ich meine Leiche wieder einsammeln? Das ist so ein weiter Weg. Also ich hätte gedacht, da gehe ich so easy hin, aber ist nicht easy. Wollen wir den doch erstmal sein lassen? Guck mal hier. Lass mal gucken. Krieg. Leuchtenstein ist gefallen. König Gormanda ist tot. Eine Armee von Geisteskranken, widerwärtig und bleich, die kaum ihre Füße über den blutigen Boden heben können. Sie schleppen sich durch unsere Täler, durch das Miasma, angeführt von der verrückten Wache des Nordens, Vorgoth. Ich wusste immer, dass das Elixier nur Misstrauen sehen würde. Ich blicke hinauf zu den Warten der Erbauer. Hinauf zum Himmel. Es gibt kein Entrinnen. Wir müssen standhalten. Wieder von Balzar, Dingsen. Kann ich hier was kaputt machen? Einfach looten. Okay, da haben wir auf jeden Fall wieder was gefunden. Ich möchte gerne mehr finden. Ich will finden. Finden, finden, finden. Guck mal, hier zum Beispiel. Äste. Hier. Kiste. Feuerpfeile. Nehmen wir mit. Das ist nicht wenig. Also der einfachste Weg wäre einfach runter. Bleib hier nicht. So, was hier? Ja, hier haben wir ja alles abgeschickt. Wir sind ja immer noch hier in der... Hier sieht man auch ein bisschen Nebel. Ein bisschen Nebel siehst du hier und da. Aber jetzt haben wir eigentlich alles abgeschickt.
Da vielleicht noch. Schau mal vor, ich könnte noch überall hochklettern. Lass mich hochhoppeln. Also, scheint auf jeden Fall gut rutschig zu sein, aber geschafft. Und hier oben ist ein Pilz. Wir müssen mal eben auf Ausdauer warten. Aber ich denke mal, da ist nichts, ne? Aber kann ich mich auch so einfach jetzt in den Berg reingraben zum Beispiel? Also könnte ich jetzt auch einfach sagen, so... Rein da, rein da, rein da, rein da. Okay, 3 Folgen, diesen Berg wegmachen. Okay. Ja, es ist halt Voxel, ne? Bam. Daneben. Tschüss. Okay, wir haben nicht viel Ausdauer. Bam, 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 Bunch. Oh, dankeschön. 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 Aber die hatten ja hier nichts drin, ne? Außer hier so ein bisschen Fleisch und Schießmilchgedöns, ein paar Glühwürmchen. Aber sonst war hier gar nichts, ne? Brauchen wir so verdächtige Stellen vielleicht? Wo ich eventuell... Oh, kurze Reichweite anscheinend, wa? Also wenn ich wirklich Magier spielen will, dann muss ich auch mehr mit dem Zauberstab rumdüdeln, ne? Wer dich denn getötet? Ruhe im Frieden. Da warst du. War ich nicht! Ernte und iss Beeren, um deine Gesundheit mit der Zeit wieder auszufüllen. Das bereitet dich vor kommenden Gefahren vor. Guck mal, was ist zum Beispiel... Ah, oh, wir haben keinen Platz, ne? Aber das ist bestimmt... Hallo. Das ist bestimmt Metallschrott. Das werden wir doch abbauen müssen. Ich muss mal eben Platz machen. Wir werden das abbauen müssen. Was mache ich denn am besten? Ach, die 2 Pilze hier weg, oder? Komm, ja, 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 ja. Ah, nochmal geht halt nicht, ne? Dann schmeiß ich den jetzt weg, so. Weil wir werden jetzt mit der Spitzhacke... Grober Feuersteinblock. Guck. Muss ich auch nicht aufheben, ne? Wir gehen direkt in mein Inventar rein. Ich meine, wir könnten ja auch was trinken. Das geht ja Kondition noch mit bisschen mit hoch. Haben wir 10% mehr Ausdauer. Abbauen bringt natürlich auch Erfahrung. Ja, also das ist ja das typische Survivaln. Schön in der Welt herumhacken. Und so komische, hässliche Löcher hinterlassen in der Schandwelt. Aber jetzt haben wir so wenigstens ein bisschen, ja, Feuersteine und so. Ein bisschen nehme ich noch mit. Wie viel haben wir? Feuerstein. Das? Feuerstein. Ein kleiner, weicher Stein, der bekannt ist, für Funken zu schlagen. Kommt aber nicht nur Feuerstein. Manchmal auch nur Stein. Wie setze ich mich eigentlich hin? Ah ja, auf C. Nee, auf C, auf X. Immer auf X. Oh, da meine 10%. Es wird auch schon wieder Abend. Es wird zumindest dunkler. So, eine ganze Folge jetzt den ganzen Berg hier abbauen. Ich frage mich, wenn... Ich frage mich, ob das so abstürzt. Nee, ne? Wenn man jetzt zum Beispiel so
hier unten alles wegmache und quasi oben Stein fliegt. Fliegt es oder kracht das runter? Die Sonne blendet. So. Soll auch erstmal reichen. Oh, die ist neu. Die kennen wir auch noch nicht. Das ist Mais. Ein Garn kann vielleicht weg, oder? Können wir ja selber herstellen wieder. Maiskolben. Schön in die Vagina. Was? Wo sehen wir eigentlich? Sehen wir oben eigentlich unser Revier? Sehen wir nicht, ne? Schnellreise. Tschüss. So nämlich. Oh, da sind wir. Guten Tag. Ja, dann brauchen wir eigentlich eine zweite, oder? So, Gleiter können wir nicht bauen. So, Steinziegel haben wir neu. Und grober Feuerstein haben wir neu. Aus 10 Stück kriegen wir 100 Stück. Das haben wir halt immer noch nicht. Wir brauchen dieses Holz. Betten, Komfort, Lichtquellen. Ah, mit 5 Glühwürmchen. So, die Triche könnten wir noch machen. Lumpen haben wir ja. Vorräte brauchen wir nicht. Kann das sein, dass das automatisch repariert wird, wenn wir nur hier rangehen an die Werkbank? Anscheinend, ne? So, kann ich jetzt Umschild Inventar sortieren? Okay, das macht man auf T. Und auf G machen wir das hier drüben. So, und kann ich jetzt Umschalt F vielleicht? Pupp. Nein, das ging in die falsche Richtung. Nein, das ging in die falsche Richtung. Umschalt R, glaube ich, wäre besser gewesen, ne? Ja, aber da kriegen wir ja den ganzen Scheiß. Also, wir packen erstmal das rein, das rein, das rein. Jetzt muss ich gleich wieder neu sortieren. Das rein, das rein, das, das, das. Das raus, raus, raus. Vielleicht mache ich auch noch eine zweite Kiste. Ich glaube, ich mache eine zweite Kiste, oder? Wir brauchen mal eben Stauraum. Brauchen wir Garn. Für Garn brauchen wir Fasern. Ja. Da. Nee, das ist ein Faserdach. Da. So. Und dann ein Stau. Harz haben wir ja noch nicht. Alle anderen haben wir ja gemacht. Das heißt, wir haben alle Rezepte. Wo ist denn jetzt der Stauraum? Da. Jetzt wieder Den machen wir jetzt daneben. Boop. So, und hier packen wir jetzt sowas rein. Sowas rein, sowas rein, sowas rein, sowas, sowas, sowas. Die Flasche nehmen wir wieder. Ja, nee, komm, alles weg. Komm, weg. Das ist das Einzige, was wir behalten. Das geht nur bis 20. Tschüss, Bruder. Tschüss. Okay, dann weg. Also alles, was hier oben direkte Benutzung hat, das kommt alles hier rein. Ich glaube auch, die Bandagen werden wir erstmal nicht brauchen. Ich pack die mal ein tiefer, weil das nichts mit Dingsen zu tun hat. Das Wasser. Erde, okay. So, dann das, 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 das und das. Und das. Ja, dann brauche ich ja eigentlich schon wieder eine dritte Kiste für Bau, also solches Material. Für die wichtigen Sachen. Das ist mehr so Geklumpe, Gedöns. Ja, dann muss ich ja nochmal, warte mal. Bauen wir uns noch eine Dingsen. Gang, 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 gang. Stauraum.
So, dann wieder I-Kiste, Kiste, Kiste. So, hier kommt dann sowas rein, wovon ich tausend Sachen habe. So, der Garn kommt dann da drüben rein. Aber man kann so reingucken, aber nur die ersten drei Sachen. Auch irgendwas zu bedeuten haben, oder? So, und hier packe ich erstmal die anderen Sachen rein, wie Schrottpfeil, Feuerpfeil, weil wir brauchen ja nur die eine Art von Pfeile und wir brauchen auch keine 50.000 Dinger. Und den Hammer, den brauchen wir ja dann auch erstmal nicht. Runen kommen da gleich drüben rein, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Und die Keule lassen wir auch erstmal hier, weil wir haben ja hier einen Ersatz. So, dann haben wir den Bogen und die extra Keule. Und die Dietriche. So. Oder? Tschüss, ne? Finde ich auch. So. Das ist eigentlich viel zu nah. Und jetzt machen wir G und dann wird das da drin sortiert. Gut. Ist das die Venus? Weil die Venus ist immer beim Mond. Wir gehen am besten mal eben pennen, damit der Tag rum ist. Man hat ja hier direkt ein Bett. Okay, ein weiter. Bett war doch hier, ne? Ja. So. Gute Nacht. 60V. Warum habe ich hier keinen Komfort? Was heißt Komfort überhaupt? Habe ich nur Komfort? Also wir müssen auf jeden Fall hier mal eben kurz ausgeruht. Was genau bringt man ausgeruht? Warte mal. Tutorial F1. Nee. Ich tu dir nichts, kein Nickelchen. Ich werde dir nichts tun. So, normale Holzpfeile? Ah, ne, das sind Schrottpfeile. Ja, die sind natürlich hier, weil, wie gesagt, das Spiel ja ständig abgestürzt ist. Und mal, wenn ich die Folge beende, wegen meinem Outro, irgendwie. Hier liegt einfach ein toter. Gut. Also nicht das Szenenwechsel an sich, sondern das Zurückwechseln. Wenn ich das Spiel dann wieder bei OBS anhaben möchte, dann. Ist immer weg. So, wir gehen jetzt, also wir haben ja jetzt rechts, also ich will da nicht runterspringen. Wir gehen jetzt hier so lang. Und gucken einfach mal, was uns erwartet. Was uns erwartet. Okay. Und sammeln natürlich alles ein. Da habe ich ja schon wieder auch was gesehen. Also das hier nicht. Aber das nehme ich trotzdem mit. Oh, hier, direkt pennen, alles klar. Da, ach nein, hallo. Plündern, nicht pennen. Plündern ist was anderes als pennen. Was haben wir hier? Holzpfeile, sehr gut. Das Tagebuch des Hauptmanns. Tag 6. Die Angreifer haben uns die letzten 2 Tage belagert und von der Brücke aus angegriffen. Ihre Augen, dieser Wahnsinn. Wir konnten nun bisher nur gerade so am Leben erhalten. Vielleicht überleben wir den nächsten Angriff nicht. Ich habe befohlen, den Übergang mit unserer letzten Munition zu bestücken. Wenn diese Plünderer zurückkehren, sind wir vorbereitet. Tschüss, nämlich. Genau so. Da können wir auch noch schlafen. Bam. Steinschneide. So, da unten sehe ich noch was Rotes. Rot, 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 rot. Ein Marker hinzugefügt. Das war ein Schwein. Habe ich genau gehört. Das habe ich doch genau gehört. Oh, hier sind sogar 2 Rote. Eine Fackel. Oh. Das Tagebuch des Hauptmanns Tag 20.
Wir sind hungrig. Wir mussten die Brücke zerstören und damit unsere Versorgungsroute. Aber es hat funktioniert. Wir haben keine Plünderer mehr gesehen. Die Flammenkrypta und alle im Inneren sind jetzt sicher und müssten es auch bleiben. Oh, wegen dem Hauptmann lebe ich noch zum Beispiel. Wenn wir nicht verhungern wollen, müssen wir wohl unser Glück in diesen schrecklichen Miasma versuchen. Beides wird unseren sicheren Tod bedeuten. Och nö. Aber wenigstens haben wir überlebt. Mach mal Pfeile, Junge. Wo wurde denn die Brücke zu... Ein Blatt. Ein einsames Blatt. Tschüss. Also da unten... Oh. Noch ein Blatt. Sucht seinen Kumpel gerade. Da unten möchte ich ungern hin, aber... Ah, über die Brücke kommen wir ja gar nicht. Über die Brücke. Hallo? Was sind das für Geräusche? Hauptmann? Also ich habe einen Enterhaken, ne? Also von mir aus könnten wir... Oh, kann ich sogar. Tschuiu! Kommen wir auch wieder zurück? Ich kann einfach Tschuiui machen und dann... Okay. Was? Was? Dachte, ich werde hier abgeschossen. Die Kiste nehmen wir natürlich mit. Auch wenn da eh immer nur Kacke drin ist. Überbalancieren, das kann ich auch gut. Ja, oder würde ich doch tatsächlich machen wollen. Weil ich hier mal eben gucken will. Mhm. Nix. So, so. Könnte ich jetzt auch hier... Schutt. Einfach mal so eine Probe mitnehmen. Einfach mal eine Probe mitnehmen. Wer bist du? Gegenstände sammeln, Metallschrott finden und weg. So. Unfall. Garen. Holz schneiden. Da oben ist nix. Sandsäcke. Ja, nehme ich alles mit hier. Nehme ich alles mit. Mit einem Greifhaken kannst du dich über Abgründe schwingen. Halte den Anker Ausschau. Ist da unten irgendwas? Ich will... Ja, eine Kiste. Wir auch nichts übersehen hier, ne? So. Kann ich da wieder hoch? Nee. Also nur so können wir klettern. Wuhuhu! Bruder, lass doch nicht los! Muss ich gedrückt halten? Nein, nein, meine Ausdauer! Scheiße, tot! Ja, okay. Kann ich mich dahin teleportieren? Zu der Brücke? Da war doch ein Marker. Ich kann nicht ranzoomen, willst du mich verarschen? Aber weil ich schon ganz nah dran bin. die ganzen Steine. Guck mal, hier ist auch Schutt. Aber hier wird nichts unter sein, oder? So eine geheime Höhle oder so. Scheiße. Bin ich echt gestorben. Ich hatte keine Ausdauer mehr. Ich glaube, deswegen hat er losgelassen. Weil ich auch so viel rumrenne. Ich renne ja die ganze Zeit. Das kostet so viel Ausdauer. Und dann schwinge ich da direkt rum.
Das geht halt nicht, ne? Sowas macht man nicht. Tschuia! Ja, jetzt komme ich aber da unten an meine Leiche nicht ran, ne? Jetzt habe ich da für immer einen ewigen Grabstein da unten, oder was? Oh, alle Schweinschuld. Nein, mein Grabstein ist hier oben. Alles mitnehmen. Ja, guck mal. Boah, mein Dietrich. Wichtigste überhaupt. So, jetzt warten wir kurz. Tschüss. Warten. Warten. Warte mal. Essen. Und was trinken könnten wir auch. So. Okay. Schuia. Also der hat aber auch, guck mal, was das ordentlich verbraucht an Ausdauer. Tschüss. Junge. Einfach tschüss. Fallen? Okay. Ich möchte sie aber nicht benutzen. Ich würde sie gerne selber so einpacken, weißt? Einpacken und mitnehmen. Was haben wir da oben? Da haben wir einen Turm. Ja, und dadurch, dass ich aber kein Endscreen mehr habe, muss ich mich erstmal... Bam! Butsch! 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 Krieg ich deine Waffen? Schade. Der hatte ein Dreier-Armbrust gefühlt. Ja, dann sage ich erstmal danke fürs Zuschauen. Lass ein Abo da. Ich würde mich freuen. Mal gucken, was jetzt hier auf der anderen Seite der Brücke sein wird. Und es war ja klar, dass ich direkt sterbe, ne? Also, tschüssi!